läuft schon, mach ein Intro. Ja, aber was sag ich denn? Wir machen heute einen Tag im Bikepark OE. Und warum bin ich das? Weil wir Fahrrad fahren wollen. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich helfe der Michi heute mal beim Intro für ihr Video. Für dein Video. Thomas, kannst du uns vielleicht auch kurz helfen? Du hast einen Tropfen auf der Nase, Daniel. Ja, es ist, regnet mal wieder. Ich glaube, das ist einfach nur Schiss, Angst, Schweiß. Ja, wir haben mal wieder, wie nennt man das? Regensaison im Bikepark OE, ne? Yes, we love it, with Dirt Suit, yeah. Ja. Danke an Patrick Scholl, der mir beigebracht hat, dass das nicht Dirt Suite heißt, sondern Dirt Suit. Ich will ihn mal herzlich grüßen. Hallo Patrick! Wir sind heute im einzigen Bikepark in NRW auf jeden Fall, ne? In NRW ja. Auf alle Fälle. Wir wollten erst nach Leogang, haben dann aber überlegt. Nee. Wir haben nämlich, ich habe nämlich keine Skier mehr aktuell. Ja, genau. Ja, wir sind im Bikepark OE. Bikepark OE hat da noch offen. Solange hier kein Schnee liegt, kann man nämlich hier Fahrrad fahren. Und wir machen uns einen schönen Tag, oder? Ja. Und die Michi hat heute ganz viel die Cam um und nimmt euch mit durch den Park. Weil mit mir und dem Thomas kennt ihr das ja schon so oft. Ist der Daniel gar nicht so groß. Nee. Willst du noch was sagen fürs Video? Nee. Irgendwie sowas wie, pass auf, ich sag Death In und du sagst Fire. Death In! Was? Fire! Fire, du musst Fire sagen. Death In! Fire! Nein, du musst das hell sagen, weil Fire. Du bist eine Frau. Ach so. Death In! Fire! Ja, gut, jetzt hast du es! Jawoll! Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Daniel Dyer. Heute die Michi Edition im Bikepark Olpe. Bei bestem Wetter, 3 Grad, Regen, Matsch. Aber der Lift läuft, das ist immer gut. Und ich habe mal wieder ein Easy Loop ergattert, das ist noch besser. Und jetzt geht's erstmal hoch, würde ich sagen, ne? Ey, ist nicht der Daniel Dyer? Ja. Ey, du bist ja nicht die Und der Michi. Thomas ohne Haar? Das ist doch ein Instagram-Kanal, ne? Ja. Und warum hast du die Kamera nicht hochkant? Weil ich heute im Auftrag von Daniel Dyer unterwegs bin. Daniel Dyer, was ist denn das für einer? Das ist so ein komischer hier so. Wenn du den in einem Wort beschreiben müsstest, was ist er? Ja, ich mache ja gerade einen Kurs bei Daniel Dyer, der gibt ja Fahrtechnikkurse, weil ich habe eine kleine Sturzblockade, weil ich gestürzt bin vor ein paar Monaten. Und Daniel will dir heute, der hat mir halt heute ein Kinderrad gegeben, womit ich das halt aufarbeiten kann. Ja, klasse. Ja, das ist die Methode. Das ist die. Weil meistens ist bei den Stürzen nämlich das innere Kind das, was verletzt ist und was die Angstblockade dann hervorruft. Und um dem inneren Kind erstmal ein bisschen entgegenzukommen, nimmt man dann Kinderfahrräder. Ja. Bei Erwachsenen. Ja. Genau. Okay. Ich habe schon gesehen, du bist zu langsam gewesen. Ja, aber versucht zu ziehen, aber war alles zu spät. Ja. Zu langsam gewesen. Ich hätte einfach nur einmal reintreten müssen. Wenn man richtig landet, passiert bei sowas gar nichts. Abhöh! Scheiß auf Downhill! Das sind nur die ganzen Weicheier, die sich nicht trauen, mal ein bisschen zu trainieren für bergauf! Ja, wir machen jetzt eine Abhöh-Challenge. Es hört schon fast auf zu regnen, Leute.
Oh Gott. Da stehst du einfach auf der Strecke rum. Ich wüsste nicht, was hier los ist, ja? Gib mir deine Faust. Faust, ja! Yeah. So Leute, wir sind am Ende des Tages angelangt, haben jetzt so den Vormittag hier verbracht und dank den Vormittagstickets jetzt im Bikepark OE kann man das auf jeden Fall auch mal im Winter bei nicht so knackig sonnigem Wetter machen, sondern halt auch bei ordentlichem Matschwetter. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video, wir hatten auf jeden Fall Spaß auf den Trails, aber jetzt ist es echt kalt, ey, und wir müssen nach Hause. Aber wenn ihr Bock habt, immer noch auf Bikepark, dann schaut beim Bikepark OE vorbei. Hier ist auf jeden Fall offen, bis der Liftkalender oder Instagram was anderes sagt. Und das ist meistens, wenn dann hier Schnee liegt und ja, Skisaison beginnt. Und yes, Leute, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.